Und zwar ist das kein Thema für kleine Leute, sondern eher ein Thema für kleine Schiffe. Wir kommen zu einer Transatlantik-Regatta, und zwar zu einer Einhandregatta. Auf jedem Schiff ist nur ein Segler gewesen. In zwei Etappen ist sie gesegelt worden. Sie heißt Transat 6,5. Und hier sind zwei Teilnehmer am Transat 6,5 2007, nämlich Henrik Masekowitz und Dominik Zürer. Herzlichen Applaus für unsere beiden Atlantiksegler. Einer da vielleicht? Komm du auf meine Seite hier, da ist das Mikrofon. Warte mal, du sitzt ein bisschen weiter weg, dann ist es besser. Da, Henrik Masekowitz auf der rechten Seite, Dominik Zürer bei uns. Das ist eigentlich kein Rennen, das in Deutschland sehr populär ist. Wie kommt man dazu, mit einem 6,50 Meter Boot, was ja im Grunde genommen, also den Namen Boot fast gar nicht verdient, über den Atlantik zu segeln, und erzählen ein bisschen was über die Route? Also das, wie man dazu kommt, ist einfach die Faszination der Boote, die Faszination dieser Klasse. Einhandsegeln fand ich schon immer faszinierend, und dann diese Bootsklasse ist unglaublich. Das ist ein einmaliges Ereignis. Diese Bootsklasse ist einmalig und darüber kommt man dahin. Ja, wie kriegt man Kontakt dazu? Diese Boote gibt es ja eigentlich in Deutschland nicht. Da muss man schon so ein bisschen international auch mal schnüffeln in Zeitschriften oder sonst wie, bevor man überhaupt diese Regatta so richtig rauskriegt. Ja, inzwischen haben wir Glück, es gibt eine ganz gute Website, also im Internet kann man Infos finden. Und ansonsten muss man sich an Frankreich halten, weil in Frankreich, da ist die Regatta zurzeit und da gibt es die meisten Segler. Wenn man zum Beispiel ein Gebrauchboot kaufen will, sollte man auch meistens nach Frankreich gehen, weil es da den größten Markt gibt. Was hast du vorher gesegelt und wie bist du auf diese Regatta aufmerksam gemacht worden? Ich habe mit meiner Familie ab und zu mal gesegelt und bin ein bisschen auf Co-Regatten mitgesegelt. Aufmerksam gemacht hat mich ein Mitbewohner im Studium. Und dann hast du dich ein bisschen drum gekümmert und dann ist man da auf einmal drin. Wie ist es bei dir gelaufen, Henrik? Denn du kommst ja, ihr kanntet euch glaube ich vorher überhaupt nicht. Du bist dann über völlig andere Wege auch zu dem gleichen Ziel gestoßen. Naja, ich bin, wir kannten uns vorher nicht. Wir sind quasi erst so in der Vorbereitungszeit der Regatta, während der zweijährigen Vorbereitungszeit, so aufeinander, übereinander gestolpert sozusagen. Meine seglerische Vergangenheit ist natürlich schon klar ein bisschen langfristiger als deine. Ich komme allerdings mehr vom Dickschiff-Segeln, habe dann aber auch vier Jolle gesegelt, vier 70er, 505er in der letzten Zeit. Und meine Intention eigentlich, diese Bootsklasse zu segeln, war dieses Zusammenführen einer Gleitjolle mit dem Ozean-Race. Und da ist eigentlich das Class Mini oder der Mini die optimale Symbiose sozusagen, weil man eben mit einem gleitfähigen Boot durchaus auch Offshore-Hochsee-Regatten segeln kann. Nun geht das Ganze ja alleine. Ich meine, alleine ist ja ein bisschen problematisch, nicht ganz ungefährlich. Man hat keinen, mit dem man sich austauschen kann. All das, was unterwegs passiert, wir haben ja in deinem Film teilweise gesehen, das haben wir ja auch von vielen anderen Einhandseglern gesehen, dass man da irgendwie auch mal neben sich steht und der auf einmal anfängt, irgendwelche Lieder zu trällern, weil man da ganz alleine ist. Da passiert also viel mit einem. Hast du viel über dich erfahren auf so einer Regatta, auch weil doch so viel Freiraum ist, dass man mal ausflippt oder irgendwas kommt? Ja, unbedingt. Also das Ganze Einhand zu erleben ist natürlich eine ganz besondere, einmal natürlich auch eine ganz besondere Herausforderung, ganz klar. Man muss sich auch mental vorher vernünftig darauf einstellen. Man muss wissen, worauf man sich einlässt, dass man auf so einem Turn drei Wochen lang nonstop, weitgehend ohne Kommunikation zu anderen Menschen sich dort befindet. Und das muss man erstmal schon mal mögen, das ist ganz klar. Aber dazu kommt natürlich auch eben, weil du gerade ansprichst, dass es auch gefährlich sein kann. Es ist schon so, dass natürlich, dass man dem Einhandsegler immer vorwirft, er könnte ja nicht genügend Ausschau halten. So, wir haben natürlich technisches Equipment an Bord, was uns die quasi die Wache, während wir dann schlafen, übernimmt. Nämlich was? Ja, das ist im Speziellen zum Beispiel ein Radarwarner, der dann eben piept, wenn ein fremdes Radar uns erfasst. So, und das ist eigentlich ein sehr guter Schutz, einfach um jetzt von anderen Booten nicht überrannt zu werden. Nun denken ja viele, das ist im Grunde genommen, Dominik Zürer, ein Himmelfahrtskommando, was ihr da macht. Das ist aber aus eurer Sicht doch, sagen wir mal, kalkulierbares Risiko. Ja, absolut. Also ich habe noch niemals so viel Regeln erlebt wie beim Minisegeln im Prinzip. Denn es ist
nicht mehr so, dass die Leute sich ein Boot kaufen und dann loslegen, ohne über irgendwas nachzudenken. Also es sind viele Profisegler dabei, die ganz genau das Risiko kennen. Die Amateure, die mitfahren, die bereiten sich da mindestens 2 Jahre drauf vor. Man hat harte Klassenregeln, die man erstmal ausrüstungsmäßig einhalten muss mit dem Boot. Es gibt harte Konstruktionsvorschriften für die Boote. Und man muss die ganze Qualifikation durchlaufen. Und wenn man das geschafft hat, dann ist man auch bereit, das Transat zu segeln. Nun hast du mir erzählt, dass du vorher mit deiner Familie gesegelt bist. Das heißt, du bist irgendwie ein Familienvater. Und dann zu sagen, also pass mal auf, liebe Kinder, liebe Lisa, ich fahre jetzt mal über den Atlantik. So in 3 Monaten bin ich wieder da. Könnte ich mir vorstellen, Diskussionsbedarf. Nee, das lief eher andersrum. Damals war ich noch das Kind und die Familie waren meine Eltern. Ich habe nur eine Frau, die muss das natürlich irgendwo akzeptieren. Also, für mich ist es ein so wichtiger Lebensinhalt, dass ich das machen musste. Und wenn man das gut rüberbringt, dann darf man das auch. Ja, nun kostet das Ganze natürlich auch Geld und ich meine, das Boot ist vielleicht gar nicht der Haupt- oder der Löwenanteil an den Expeditionskosten, sage ich mal, das Ganze hin und her zu machen. Wo kommt das Geld her? Muss man sparen? Hat man reiche Eltern? Muss man im Lotto gewinnen? Wie macht man das? Lotto gewinnen wäre nicht schlecht. Wenn das nicht kommt, dann muss man sein Geld dafür ausgeben. Ich hatte keine großen Sponsoren bekommen, habe mich zwar bemüht, aber es hat nun mal nicht geklappt. Also war es eigene Tasche. Tja, wie war es bei dir? Sponsoren klappt immer nicht so. Die Leute sagen, Mensch, komm mal erstmal gesund wieder. Dann können wir drüber reden, weil die natürlich auch Angst haben, nachher buddelt der ab und dann mit meinem Namen an der Bordwand. Das ist ja auch nicht so schön. Ne? Ja, natürlich ist das Risiko gerade im Einzelpersonensponsoring natürlich größer, als wenn man Teamsport oder Veranstaltungssponsoring betreibt. Aber ich glaube, wir haben jetzt gezeigt, dass sowas möglich ist, dass man das mit einem guten Konzept einfach auch vermitteln, vermarkten kann und einfach auch eine breite Öffentlichkeit erreicht. Und gut, ich sehe hier ein paar Aufkleber an den Segeln. Das ist natürlich hier entsprechend das Forum dafür, um sowas vielleicht auch zu zeigen. Aber nichtsdestotrotz möchte ich mich vielleicht, kann ich vielleicht an dieser Stelle auch gleich mal sagen, ich habe natürlich Zuwendungen, sagen wir mal, in Sachform bekommen. Aber es ist, wie Dominik schon sagt, eine sehr mühsame Arbeit und der Hauptsponsor ist auch mir leider versagt geblieben. Wie habt ihr euch kennengelernt? Erst vor Ort oder hat man mal vorher gewählt, Mensch, ich habe gerade gelesen, du bist auch dabei, wollen wir uns nicht mal treffen oder wie geht sowas? Ja, war eigentlich eine ganz lustige Geschichte, weil wir haben ja beide parallel, ohne dass wir uns kannten, vorher an unseren Projekten gearbeitet und haben natürlich auch Öffentlichkeitsarbeit betrieben, wir haben Webseiten gehabt, ohne dass wir einander voneinander wussten und jeder von uns hatte, glaube ich, auf seiner Webseite platziert, der einzige deutsche Teilnehmer der Mini-Transat. Und bis wir dann irgendwann über unsere Webseiten gestolpert sind und dann festgestellt haben, da müssen wir wohl jetzt gerade mal ein bisschen was korrigieren. Würdest du mir recht geben, wenn ich sage, sowas würde in Frankreich nicht passieren? Es gibt also keine, sagen wir mal, eingeschworene Gruppe in Deutschland, die sich gegenseitig kennt und die jetzt da immer dran arbeitet. Nur so kann sowas passieren. Bis jetzt gab es das noch nicht. Jetzt würde ich sagen, gibt es das. Es gibt eine eigene Website, classmini.de. Und es gibt eine eingeschworene Gruppe. Es kennen sich fast alle, würde ich behaupten. Und jetzt hat man es ein bisschen leichter. Also wir waren jetzt die ersten beiden, die nach 2 Transats ohne deutscher Beteiligung wieder gefahren sind. Da ist es klar, da gibt es keine Struktur. Jetzt, denke ich, wird eine Struktur aufgebaut. Und ich denke, in ein paar Jahren haben wir auch einige Minis in Deutschland. Und dann habt ihr euch darauf vorbereitet, dann habt ihr euch getroffen in Frankreich. Wo ging es los? Ja, vielleicht muss man ein bisschen... Ja. Das Rennen selber ging in La Rochelle los. Ja. Dann wollen wir vielleicht zum Rennen kommen. Vielleicht noch 2 Worte zur Vorbereitungszeit. Es ist ja so, dass keiner losgelassen wird. Also Einhandsegler sind natürlich von Grunde her schon ein bisschen verrückt. Und die ganze Sache klingt auch ein bisschen verrückt. Aber ganz so abenteuerlich ist es eigentlich gar nicht, weil... Die Class Mini schreibt natürlich eine gewisse Qualifikation, setzt eine Qualifikation voraus. Und das bedeutet, man muss natürlich Erfahrung nachweisen mit seinem Mini, auch Einhanderfahrung von mindestens 1000 Meilen Einhand und 1000 Meilen im Race. Also im Grunde muss man... 2 Jahre vorher segeln, wie gesagt. Man muss 2 Jahre, bevor man das Transat fahren will, mit seiner Kampagne anfangen, sonst hat man keine Chance, es zu schaffen.